Auch so wunderschöne Filme. Dankeschön für diesen herrlichen Nachmittag. So Scheiße. Ach, Dirty Dancing, da kann ich ja nicht genug von bekommen. Baby. Interessiert mich nicht. Die Jennifer Grey ist ja die Tochter von Joel Grey, ne? Kabarett. So, und nach diesem unfassbaren Erfolg hat die sich die Nase operieren lassen und danach keine Karriere mehr machen können. An dieser Stelle möchte ich sagen, Frauen, steht zu euren Nasen. Okay, dann Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe finde ich fabelhaft. Das kann ich nur empfehlen, allein der Titel ist schon toll. Ich war jetzt in Dresden, da gibt es ein Theater, da laufen so Stücke wie Herr Pastor ihre Kutte rutscht oder Herr Doktor die Kanüle klemmt. Jeder Film von Pedro Almodovar sagt mir, wo er steht, ich ziehe ihn aus dem Regal und sage geile Scheiße. Nee. Jeder Film von Hitchcock, ich ziehe ihn aus dem Regal, sage geile Scheiße. Sehr, ja. Sehr schön finde ich auch den Film, wer hat an meiner Schwester die Gurke ans Korsett genäht. Herr Balder, wenn Sie jetzt noch einen beschissenen deutschen Titel sagen, bin ich aus diesem Parkhaus hier raus. Ich bin ja gerade Frauen am Rande des Nervens. Oder übrigens, ein ganz großer Film ist High Alarm von Mallorca mit Ralf Müller. Oh, ja, wollte ich mal sagen. Dem kann ich mich anschließen. Überhaupt, da muss man vielleicht mal wirklich mal Tele 5 loben. Ja. Diese schlechtesten Filme aller Zeiten, wenn Brücken und Kalkofen darüber abroddeln. Das ist leider richtig gut. Das lohnt sich. Also High Alarm erinnert mich an. Ach, guck mal, Beate Use, habe ich endlich einen Film für mich gefunden. Das reicht auch. Franka Potentin. Ach, habt ihr nur Qualität? Hier stehen ja so. Nur Qualität, das ist die Scheiße. Hier ist nichts für uns. Ich dachte, jetzt könnte ich wenigstens so einen Softbomb. Freunde, da müsst ihr jetzt zwar bis Weihnachten warten, aber der kleine Lord ist doch immer wieder schön. Wenn dieser klugscheißende Junge das Herz dieses alten, verhärteten Mannes. Ich kenne die Version gar nicht. Kann ich die mitnehmen? Du weißt ja, was Harald Jürgen gesagt hat, als er gefragt wurde, was für ihn das höchste Glück ist. Klar, selbst. Leicht einsitzen und keine Termine. Ja, genau. Mit dem können wir uns doch eigentlich anschließen.